Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Avatar Frontiers auf Pandora. Ja, so Leute, ich mache jetzt mal kurz so kleine Fundorte und noch ein paar Nebenmissionen. Und ja, los geht's. Ich soll wem berichten? Über die Kametiere. Kukro. Ich habe etwas über die Kametiere gehört. Eine Aufgabe für uns. Meinst du die Gedenkstätte? Ist sie noch nicht fertig? Sie war sogar perfekt. Aber die Kunst muss sich eben anpassen. Und da wir nun einen weiteren... Ah, habe ich schon gehört. So, egal. Ich mache jetzt ein paar Neben- und Orte. So, fertig. Das mache ich auf jeden Fall. So. Auch erledigt. Okay, jetzt gehe ich mal hier. Das habe ich nicht gesehen. Ja.
Yep. 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 Nichts zu sehen. Warte mal kurz, ich schau mal die gering verschmutzt. Gering verschmutzt. Da bist du. Ihre Wöhl. Geschafft, Leute. Ich habe das tatsächlich geschafft. Ja. Richtig gut versteckt hat sich das. Okay. Warum weiter, weiter? Nicht aufgeben. Los, Carol. Ja. So, was ist denn hier zu sehen? Nicht diese Scheiße. Ja, komm, bring's hinter uns. Oh, Scheiße. Geklappt. Scheiße.
Oh du Scheiße. Kaum zum Glauben, dass ich es geschafft habe. Kaum zu glauben. Ein Leben in der Höhenprärie. Man muss wohl so unempfindlich sein wie der Fels. Den unaufhaltsamen Stürmen und der brütenden Sonne zu trotzen. Und die aufzunehmen, die Schutz brauchen. Ihnen das Überleben an diesem Ort beizubringen. Tja, okay. Null Weisheit. Ich weiß schon, wo das ist. Scheiße, ach komm schon, wo ist das? Okay, weiter. Fliegen wir. Wenn's alles in der Nähe ist, dann muss ich ja nicht so schneiden. Ja. Da bist du ja. Ja, alles geht so schnell. Ein Schatten der Gefahr. Was mache ich jetzt mit euch? So.
Das mache ich jetzt. Ich wurde leider erwischt. Ich wette, es wäre mehr da, wäre ich leiser gewesen. Was soll ich machen? Ja. Hä, wo ist das jetzt? Okay. Schade. Ja, das mache ich erst später. Und das ist auch stark. Erinnerungsmalerei. Komm, das mache ich. Los, Carol! Ja, ja! Ich will mal auch da gehen, damit der Schnellreise ein bisschen schneller ist.
Meines Stinkspunkt ist schwach. Relativ sauber. Ups, da war er neben mir. Sorry. Fliegen wir. Joho! Ja, das hat mich erschreckt, ey. Ich dachte, hierher zu kommen, würde mir Mut machen. Aber es bringt nur unerwünschte Erinnerungen. Seit die Himmelsmenschen hier sind, haben wir wohl alle solche Erinnerungen. Ja, genau wegen der Himmelsmenschen mache ich mir Sorgen. Mein Bruder Uol, seine Frau, hatte einen Unfall. Ich war dort, als sie starb. Aber ich habe es ihm nie gesagt. Ich bin so feige. Er sprach von der Wiese, wo sie sich kennengelernt haben, dem purpurroten Wald. Die Himmelsmenschen haben da eine Basis. Ich fürchte, er ist dort. Ich finde ihn vor ihnen. Das würde ihm sehr helfen, aber er ist zu stolz, um es zuzugeben. Die Wiese ist über den Fluss beim Steinwolkental und dem purpurroten Wald. Wir haben eine viel bessere Ausrüstung als das. So filigran. Sollen sie getragen werden? Zur Jagd, zum Tanzen oder zum Trauern. Wenn du eine wählen müsstest, für euch alle, welche Farbe hätte sie? Ach, eine Maske passt doch aber nicht allen. Man müsste sie aus Nebel herstellen. Die Farbe des Safts von Pilzen wäre passend. Die Farbe des Nebels, des Dunklen.
kannst. Zeit, die Ahnen zu besuchen. Los, Carol! Okay. Na, das ist er ja. So. Ich habe beobachtet, wie du sie überfallen hast. Ich hatte dasselbe geplant. Das war mir bewusst. Ich wollte sie loswerden. Ich dachte, Ewa hätte mir den Wunsch erfüllt. Aber dann habe ich dich gesehen. Hat dich der jammernde Hasdu geschickt. Die naseweiße Famuk. Beide. Ja, egal. Die Himmelsmenschen sind weg. Früher war das ein friedlicher Ort. Hier habe ich meine Frau getroffen. Wenn ich zornig war, pflückte sie ihr Blumen und sagte, ich dürfe erst wieder meckern, wenn sie verwelkt waren. Dank ihr war ich ein besserer Mann. Sie ist jetzt bei Ewa. Hier, für dich. Offensichtlich gehst du gern jagen. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Dankeschön. Computer Terminal? Das machen wir mal. Okay. Ups. So, jetzt hat sich erledigt, Leute, habt ihr gesehen? Hier gibt es nichts zu tun, außer, was ist das? Keine Ahnung. Hier gibt es nichts zu tun, da machen wir jetzt mal ein Quest. Ich weiß nicht, wo ich das finden kann. Ein Schatten und ein Gefahr. Tödlicher Jagd.
Naja. Da habe ich Angst. So, los geht's, mon ami. Los, Carol! Ja, ja! Ja. Wo muss ich gehen? Oben? Unten. Ja, da war ich doch schon. Rückzug ja, des Deck? Lachens. Keine RDA, aber niemand ist da. Wer oder was hat sie attackiert? Okay, wieder Sherlock Holmes machen. Aber was noch? Sieht falsch aus. Jemand ist entkommen, aber sein Reittier ist verändert. Der Angreifer war nicht hungrig. Was will er da? Ich frage mich, ob... Vielleicht hat ein Sturmgleiter das Lager attackiert, nicht die RDA. Ein Sturmgleiter stieß herab, griff alle an. Sie versuchten zu fliehen. War er auf der Jagd? Ich muss Spuren suchen. Okay, welche Spuren? Ach, da bist du ja. Es dauert mir zu lang, komm her. Es dauert mir viel zu lang. Der Angreifer. Aber wer hat dich getötet? Ein Artgenosse. Es hat vielleicht zu tun mit Blut von dem Angriff. Noch frisch. Nein. Du hast tapfer gekämpft. So nicht. Krallenspuren. Es markiert sein Revier. Die Spuren am Boden sind nicht von diesem Sturmgleiter, sondern einem anderen. Sehr territorial. Es hat vielleicht zu tun mit... Ein Klingenkopf ist zu stark am Boden. Hat seinen Angreifer verletzt. Also hat er ihn hochgezogen und herabfallen lassen. Zu territorial. Selbst für einen Sturmgleiter. Zerstört, was immer ihm begegnet. Muss aufgehalten werden. Okay, komm her, du Trottel.
Fliegen wir! Ja! Ah, hier lebt unser rabiater Sturmgleiter. Ja. Rostige Platten. Hey, Priya. Du kennst dich doch mit Sturmgleitern aus, oder? Ich bin's. Priya ist in einem Feldlabor. Woher das Interesse an Sturmgleitern? Ich bin gerade einem Weibchen beim Rückzug des Lachens entkommen. Die war brutal. Ich habe ihr Nest gefunden. Sie war nicht gerade erfreut. Sie sind territoriale Tiere. Ganze Familien sind aus Lagern beim Rückzug des Lachens weggezogen. Vielleicht haben Priya oder Alexander ja etwas gehört. Komm ins HQ, dann können wir der Sache gemeinsam nachgehen. Hoffentlich weiß ich bis dahin etwas Neues. Okay, das ist schon mal erledigt. Die dritte Verbindung. Komm her, mein Mädchen. Ja, ja! Okay, wo sind diese Wichsers? Oh, eins noch? Okay, okay. Endlich, danke. Habe ich. Ist schon. So, nun sollte es sicherer sein. Quest. Was mache ich? Leute, das war Level 19 und ich wurde auch leider erwischt. Das war... Die Gegner waren auch schwerer. Verstanden. Evakuierung startet.
Ich wette, es wäre mehr da, wäre ich leiser gewesen. Komm schon, bitte was Gutes. Das ist jetzt erledigt. Mache ich hier noch das hier? Und, diesen Scheiß hier? So, los geht's. So, egal, scheiß drauf. So. Erledigt. Ja, das ist jetzt zerstört. Wahoo! Ich könnte auch, ey, ein paar Stellreise machen. Wo ist der andere? Hier. So, jetzt gehe ich hier. Oh, Scheiße. Wo ist dieses? Wo ist der Lager? Achso, da. Und relativ sauber. Oh, was ist das? Was ist das? Los, Carol! Weißt du, jeder Schmerz schwindet mit der Zeit. Im nächsten. So, das letzte. Ich hoffe mal, das ist das letzte.
Ist, nein, das ist noch nicht das Letzte. Wisst ihr was? Ich mache das hier und das jetzt gleichzeitig mit Video. Das war eine Windblüte. Sortieren. Oh, Moment mal. Das ist gut. Das brauche ich jetzt nicht. Erledigt. Schön sauber. Jetzt fehlt noch eins. Erwischt. Alles klar, Evakuierung läuft. Moment. Müsste noch eine sein. Okay, Leute, da muss man wirklich... An diesem Gebiet muss man wirklich schleichen. Sonst geht das nicht. Ich habe da jetzt dafür eine Stunde gebraucht. Samson 1-6 meldet sich zur Evakuierung. Situation ist durch. Abzug im Gange. Da muss man schleichen und noch diesen Heck ausmachen. Ich schätze, manchmal lohnt sich schleichen. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Und bitte, es muss sich gelohnt haben. Ich glaube, ja, das hat sich gelohnt. Ja, das Schleichen hat sich gelohnt. Okay, das ist jetzt mein letztes. Nee, weißt du was, ich beende das Video. Urowa, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.